Hallo, in diesem Video geht es um Körper. Du wirst lernen, welche Merkmale und Eigenschaften ein Körper hat. Aber als erstes denkst du vielleicht bei einem Körper dann doch eher an den menschlichen Körper. Das kann ich gut verstehen, aber auch in der Mathematik gibt es Körper. Diese Körper sehen zum Beispiel so aus. Es gibt zum Beispiel einen Zylinder, es gibt Pyramiden oder aber es gibt auch Quader. Mit diesen Körpern werden wir uns jetzt beschäftigen. Jetzt stellst du dir natürlich die Frage, was denn diese Körper in der Mathematik eigentlich genau sind. Wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken, legen wir erstmal diese Körper weg. Legen die mal hier an die Seite, damit du noch weißt, worüber wir sprechen. Und gucken uns jetzt aber erst einmal ihre Schrägbilder an. Fangen wir mal mit dem Quader an. So sieht der Quader in einem Schrägbild aus. Daran erkennt man auch ganz gut, dass es ein dreidimensionaler Körper ist. Also nicht nur eine Fläche, wie zum Beispiel ein Dreieck oder ein Rechteck, sondern jetzt geht es ins Dreidimensionale. An diesem Körper siehst du eigentlich ganz gut, dass er sechs Flächen hat, nämlich einmal hier unten, das ist die Grundfläche, dann gibt es oben die Deckfläche und dann gibt es noch vier Seitenflächen. Das ist einmal hier vorne die Fläche. Die Fläche an dieser Seite, die Fläche an der Seite, also hier diese große Fläche und ganz hinten die auch die große Fläche. Somit hat dieser Körper schon mal sechs Flächen. Er hat aber auch acht Ecken. Eine Ecke ist hier ist eine Ecke, da ist die dritte Ecke und hier ist die vierte. Und oben haben wir nochmal vier. Eins, zwei, drei und vier, zusammen acht. Aber das ist nicht alles, was wir zu dem Körper sagen können. Bei dem Körper können wir auch noch sagen, dass er auch noch Kanten hat. Nämlich hier unten, die Ecke mit der Ecke wird verbunden, das ist eine Kante. Also haben wir hier eine Kante, 1, 2, 3 und 4 unten für die Fläche. So, dann gibt es aber auch Verbindungen nach oben. Das wäre dann die fünfte Kante, die sechste Kante, die siebte Kante und die achte Kante. Und oben haben wir nochmal das gleiche wie unten. 9, 10, 11 und 12. Also hat ein Quader sechs Flächen, acht Ecken und zwölf Kanten. Das gleiche gibt es auch beim Zylinder. Beim Zylinder ist das allerdings etwas schwieriger. Was wir auf jeden Fall schon mal sehen, ist, dass er hier unten eine Fläche hat. Das ist die sogenannte Grundfläche, genauso wie beim Quader auch. Und obendrauf gibt es auch noch eine Fläche, das ist die Deckfläche. Und dann gibt es noch eine Fläche, die einmal außenrum geht. Das ist die sogenannte Mantelfläche. Also gibt es insgesamt drei Flächen. Dieser Körper hat keine Kanten, er hat keine Ecken, Entschuldigung, weil er ja rund ist, ne? Also die Deckfläche und die Grundfläche sind rund, dementsprechend gibt es keine Ecken. Aber er hat zwei Kanten, nämlich die Kanten hier unten, da wo die Grundfläche mit der Mantelfläche verbunden ist. Und hier oben an der Deckfläche ist sie auch nochmal verbunden, also die Außen. Die Umrandung der oberen und unteren Fläche sind in dem Fall auch Kanten. Also hat der Zylinder drei Flächen, null Ecken und zwei Kanten. So, dann kommen wir noch zur Pyramide. In dem Fall ist es eine quadratische Pyramide, weil die unten als Grundfläche ein Quadrat hat. Also ein Viereck, wo alle vier Seiten gleich lang sind. Es gibt natürlich auch andere Pyramiden. Unten kann man zum Beispiel ein Dreieck haben, es kann aber auch ein Rechteck geben. Also Pyramiden sind ganz unterschiedlich. Wenn die Pyramide unten einen Kreis hat als Grundfläche, dann ist es ein Kegel. Also es sind Kegel und Pyramiden schon ziemlich ähnlich, nur dass der Kegel halt unten eine kreisförmige Grundfläche hat. So, gucken wir uns die Pyramide mal genauer an. Dann haben wir unten eine Fläche, das ist die Grundfläche. Die Fläche hatten wir hier oben beim Zylinder auch schon und beim Quader gibt es die hier unten auch. Genau. Dann hat die Pyramide insgesamt fünf Flächen. Das ist einmal die Grundfläche, das sind die Außenflächen, 1, 2, 3 und 4. Also immer von außen drauf geguckt, einmal von der Seite, von der Seite, von der Seite und von der Seite. Also insgesamt fünf Flächen, nämlich die vier Mantelflächen und die Grundfläche, zusammen fünf. Und eine Pyramide hat acht Kanten. Wir haben nämlich einmal unten wieder 1, 2,
3 und 4. Und wir haben vier Kanten nach oben. 1, 2, 3 und ganz hinten ist noch eine Kante. Das sind 4, 4 und 4 zusammen sind 8. Also hat eine Pyramide 5 Flächen, 5 Ecken und 8 Kanten. Also haben wir jetzt unterschiedliche Körper kennengelernt. Wir haben einmal den Quader, wir haben dann einmal den Zylinder und die Pyramide. Wir haben hier einmal ihre Schrägbilder und die passenden Körper dazu. Das sieht sehr ähnlich aus, also oben und unten sieht sehr ähnlich aus. Allerdings zeichnet man beim Schrägbild auch immer noch die versteckten Linien, die man nicht unbedingt sieht, wenn man auf einen Körper direkt drauf guckt. Das ist der Unterschied zwischen den Körpern und deren Schrägbildern. Genau. Bei Körpern gibt es spezielle Körper, das sind die sogenannten Prismen. Dazu gehört weder der Zylinder noch die Pyramide. Also können wir die erstmal zur Seite legen. Aber der Quader ist zum Beispiel ein Prisma. Dort ist es nämlich so, dass er eine eckige Grundfläche hat. Und die Grundfläche und die Deckfläche sind parallel zueinander, also sie sind genau übereinander. Da ist nicht eine Fläche irgendwie schräger als die andere, sondern sie sind genau gerade übereinander. Deswegen nennt man diese Körper auch Prismen. Dazu gehört zum Beispiel auch der Würfel. Oder wenn diese Form ein Dreieck als Grundfläche hätte, dann wäre es ein sogenanntes Dreiecksprisma. Genau, das sind die Prismen. Man kann natürlich nicht nur die Körper beschreiben und sagen, wie viele Ecken, Kanten und Flächen so ein Körper hat, sondern man kann sich auch überlegen, wie man zum Beispiel ausrechnen kann, wie viel Wasser in so ein Quader oder einen Zylinder passt. Das ist zum Beispiel interessant, weil man wissen will, wie viel Wasser eigentlich in eine Badewanne passt oder in einen Topf. All das könnt ihr jetzt bald berechnen. Genau, das nennt man dann Volumen, also so viel, wie wieder reinpasst, wie viel Wasser zum Beispiel oder wie viel Kubikzentimeter oder wie viel Liter, das nennt man Volumen. Das nennt man Volumen. Man kann aber auch ausrechnen, wie viel Material man brauchen würde, um so einen Quader zu bauen. Also zum Beispiel, wie viel Papier brauche ich, um eine Schachtel zu basteln, die aussieht wie ein Quader. Dazu kann man sich zum Beispiel das Netz angucken von dem Quader. Das ist genau das Netz von diesem Quader. Wir haben hier die Grund- und die Deckfläche und wir haben hier die vier Seitenflächen. Und jetzt kann man natürlich ausrechnen, okay, wie viel Papier brauche ich denn, um diesen Quader zu falten? Genau das erfahrt ihr in den nächsten Videos. Es wird ein Video geben zum Quader. Also wie berechnet man das Volumen, wie berechnet man die Oberfläche, was genau war nochmal ein Quader. Dann wird es ein Video geben zu den Zylindern und ein Video zu der Pyramide. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und es euch geholfen hat beim Lernen.